Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Siberia The World Before. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge ein Klavierspielchen hinterlassen und sind nun im Körper von Leni Renner. Das klingt komisch, aber ja, wir sind wieder eine andere Person und wollten gerade nach oben gehen. Auf unser Zimmer. Wir scheinen wohl die Tochter von dem lieben Herr Gustav zu sein, so wie es aussieht. Bibelvers. Bewahre auch deinen Knecht vor dem Stolzen, dass es sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben, großer Missetat. Ich kenne mich nicht aus mit der Bibel. Keine Ahnung. Weiß nicht, welcher Bibelvers das ist und wann der vorkommt. Meine Oma hatte damals immer so eine Bibel. Normalerweise kennt man ja die Bibeln so, sage ich mal, ziemlich riesig. Und meine Oma hatte die irgendwie damals so in, keine Ahnung, Schlüsselanhängerform. Das war so eine ganz kleine Mini-Bibel, wo du so eine kleine Lupe für brauchtest. Das war doch ein Scherzartikel, oder was? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass meine Oma da irgendwie saß und sich das da durchgelesen hat. Aber gut. Beträumter Seufzer. Warum denn das? 1936. Wagen, 15. Februar 1936. Überraschend hat der Einheimische Leon Kobatis, die stehen wirklich alle auf denen, ne? Bei der Winterolympiade im Garmisch Partenkirchen am Samstag Gold im Herrenslalom geholt. Da zwei der Favoriten auf spektakuläre Weise scheiterten. Ivar Ballangrot aus Norwegen gewann Silber mit 0,34 Sekunden Rückstand und Rudi Kranz aus Deutschland Bronze. Nachdem sein Landsmann Franz Fnür und dann auch Bertil Persson aus Norwegen beide ausschieden. Ich würde mal gerne wissen, wie das jemand vorliest, der diese Namen zum Beispiel nicht aussprechen kann. Aber ich kann es, ja gut, also die norwegischen Namen kann ich auch nicht aussprechen, von daher bin ich ein perfektes Beispiel. Der 21-jährige Kobatis ist damit der einzige Wagener Skiläufer, der eine olympische Medaille holt und bricht den nationalen Rekord, den Hans Gartmann 1932 in Lake Placid aufstellte. Das bedeutet mir so viel, ich habe mein ganzes Leben lang für diesen Augenblick trainiert, sagte der Überraschungssieger, der in Wagen als Bergführer arbeitet. Ich habe in Lake Placid 1932 eine Medaille gewonnen, Bronze, aber ich habe immer von einer Goldmedaille geträumt. Und jetzt ist dieser Traum wahr geworden. Und es haut mich komplett um. Kobatis tritt in die Fußstapfen von Max Schäfer und ist damit erst der zweite Slalom-Skiläufer, der für sein Land olympisch Gold gewann. I mean, ja, ist schon eine Leistung. Würde ich deswegen auf ihn stehen? Nee. Ich weiß auch nicht, Skilaufen hat mich auch noch nicht interessiert so wirklich. Aber ich komme halt auch nicht aus einer Region, wo Skilaufen so ein Ding ist. Ich komme aus einer Region, wo sehr viel Volleyball gespielt wird, von daher. Ja, ich denke, das ist ein anderer Sport, nicht wahr? Warum können wir uns nicht bewegen? Ich drück und drück und drück, aber irgendwie. Ah, jetzt. Okay, wir müssten uns nur umdrehen. Okay. Was gibt's hier auf dem Schreibtisch zu sehen? Eine Bergziege? Ganz ehrlich, so gut ist Junta nicht. Ich bin sicher, ich könnte es besser, wenn ich nur etwas üben könnte. Da bin ich mir auch sicher. Ich bin so froh, dass ich mit dieser Fotosammlung angefangen habe. Wenn ich groß bin, reise ich um die Welt und fotografiere alle Orte. Und wenn ich alt bin, ist die ganze Wand voller Fotos. Ja, das ist bestimmt schön. Da kann man sich schön was angucken. Und dann seinen Enkelkindern von den Geschichten erzählen, währenddessen sie auf dem Schoß sitzen. Huh. Okay. Ich denke mal, wir sollen rausschauen, oder? Alles in Ordnung? Ja, dachte ich mir. Es ist nur, hätte ich mich gewehrt, hätte ich meine Arbeit verloren. Glauben Sie mir, ich war kurz davor, meine Studiengebühren für die Akademie nach den Ferien nicht zahlen zu können. Keine Sorge. Er war sturzbetrunken. Der erinnert sich morgen an gar nichts. Der alte Gustav weiß, es war nicht Ihre Schuld. Und Sie haben ihn nach Ihrem Lied nicht gesehen. Hingerissen war er.
Es gibt immer mehr Menschen wie diesen Rohling. Sie machen sich nicht einmal mehr die Mühe, ihren Hass zu verbergen. Als wäre es ihr Ziel, fast ihr Lebenszweck, Leute wie mich zu beschimpfen, als wären Vagaraner plötzlich die Geisel der Gesellschaft. Wir können nichts tun, ohne unsere Heimat zu verlieren. Meine Eltern sind nun auch Nervenbündel. Sie schlafen nachts nicht mehr. Erst letzte Woche wurde unser Schaufenster schon wieder eingeworfen. Und unsere Nachbarn? Denen ist das egal. Genau wie den Behörden. Ja, das ist schon... So ging es leider sehr vielen Leuten zu der Zeit. Und leider gibt es auch noch Leute, denen es immer noch so geht heutzutage. Traurig. Was ist los? Hab ich sie erschreckt? Oh, wer sagt denn das jetzt? Habe ich sie erschreckt? Tut mir leid. Ich habe sie verärgert, oder? Sie haben meine eigenen Vermutungen in Worte gefasst, Fräulein. Denn was Sie über die braunen Schatten sagten, stimmt. Und das macht mir Sorgen. Früher dachte ich, Sie wären nur ein Haufen Spinner in albernen Uniformen. Aber jetzt sehe ich, dass diese Verrückten es ernst meinen. Todernst. Aber Sie wussten doch vorher, wer die Expedition finanziert. Ehrlich gesagt habe ich nie darüber nachgedacht. Höss und die Wissenschaftler kenne ich erst seit heute. Sie waren nur irgendeine Gruppe, die ich ausbilde. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Aber wissen Sie was? Was? Ich werde Sie nicht mehr ausbilden. Geht das denn? Das ist ein freies Land, oder? Nach einer kurzen Kündigungsfrist bin ich Sie los. Und dann kann ich den Sommer hier mit Ihnen verbringen. Und malen. Ich male gar nicht. Sie spielen? Ich male. Meine Leidenschaft. Sie können meine Muse sein. Sagen Sie das all Ihren Freundinnen? Nein, nie. Hallo, ihr zwei Turteltauben. Es ist Schlafenszeit, also kommt rein, bevor ihr euch eine Erkältung einfangt. Oder Schlimmeres. Und so stach Dana alle aus. Ein Blick und Leon verliebte sich Hals über Kopf in sie. Und es dauerte nicht lange, bis auch Dana sich in ihn verliebte. Liebe auf den ersten Blick nennt man das wohl. Das stimmt wohl. Ey, aber wenigstens eine gute Entscheidung, die Leute da nicht mehr auszubilden. Wir waren doch ein guter Gedankensansatz an dem Punkt, muss ich sagen. Ich hoffe, er tut's halt auch wirklich wegen dem Grund und nicht nur wegen uns. Das ist halt, das muss man natürlich unterscheiden können. Deswegen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder in die andere Zeitwelle überschwanken, denke ich einfach mal, oder? Die ganze Bande verbrachte den Sommer zusammen auf der Hütte. Danach ging wohl jeder seiner Wege, denke ich. Haben Sie einen von ihnen je wieder gesehen? Oh, nein. Was wurde aus Dana und Leon? Sie sind auch ihrer Wege gegangen, schätze ich. Und das, Fräulein Walker, ist schon die ganze Geschichte. Ich meine, gut, dass wir überhaupt schon mal einen Namen haben, ne? Das ist natürlich auch schon mal sehr nützlich. Ich meine, wenn sie den Olympienmeister irgendwie geheiratet hat, wird es darüber ja safe irgendwie einen Zeitungsartikel oder sowas geben. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt. Hat Dana irgendetwas zurückgelassen, aber wo ist Dana danach hingegangen? Hingegangen ist, glaube ich, wichtiger. Wo ist Dana danach hingegangen? Zurück zu ihren Eltern, glaube ich, nach Wagen. Wissen Sie, ob sie noch lebt? Ich weiß es nicht, aber ich bezweifle es.
Das ist schon so lange her, Fräulein Walker. Wo könnte sie sich wohl aufhalten, wenn doch? Keine Ahnung. Nach jenem Sommer wurde es schlimmer und schlimmer. Dazu wurde auch noch die halbe Stadt im Krieg zerstört. Hat Dana etwas hier gelassen? Dokumente oder so? Oder irgendetwas, das mir helfen könnte, sie zu finden? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich schätze, vielleicht in Vaters alter Truhe. Muss noch oben sein. Junta hat sie ihm in jenem Sommer abgekauft, um ihre teure Fotoausrüstung darin aufzubewahren. Sie wollte sie später abholen. Aber dazu kam es nicht. Wenn es etwas gibt, das ihnen helfen kann, dann dort drin. Sie können sich gerne in der Hütte umschauen, obwohl es, glaube ich, niemand geschafft hat, die Truhe zu öffnen, seit Junta weg ist. Danke, Demoiselle Leni. Vielen herzlichen Dank. Ja, Demoiselle Leni war auf jeden Fall eine große Hilfe für unsere Suche. Das muss man ja einfach schon mal zugeben. Also sehr nett von ihr. Aber ja, stimmt schon. Sich um die Berghütte zu kümmern, muss harte Arbeit sein. So zäh Leni auch ist, ich hoffe, sie hat Helfer, wenn sie sie braucht. Also was ich meinte mit dem, das stimmt schon, dass Dana halt wahrscheinlich schon den Löffel abgegeben hat. Weil ich meine, wenn man mal überlegt, Leni sieht jetzt auch nicht mehr aus wie die Jüngste. Ich meine, sie sitzt auch im Rollstuhl. Und Leni war ja zu dem Zeitpunkt, zu dem Rückblick, den wir da gesehen haben, wahrscheinlich jünger als Dana. Dana sollte da ja ungefähr 18 gewesen sein. Genau 18, glaube ich. Und 17 oder 18, aber ich glaube an dem Punkt schon 18. Und Leni sah ja ein bisschen jünger aus. Dann würde ich sie einfach mal schätzen auf 16, 15 vielleicht. Ich meine, ist nicht so ein großer Unterschied im Alter, aber... Ja, es kann schon gut möglich sein. Und gerade mit dem Erwähnten, dass sie halt wahrscheinlich im Krieg irgendwie vielleicht auch nochmal was abbekommen haben, das könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, ne? Uiuiui. Das sieht so aus, als wenn der Laden hier nicht mehr lange offen hatte. Das muss das Klavier sein, auf dem Dana gespielt hat, als sie Leon kennenlernte. Wie Leni es mir erzählt hat. Scheint so zu sein. Ob der Faustabdruck da noch drin ist? Ich meine, sollte er, ne? Wenn es das gleiche Klavier ist? Ich glaube nicht, dass sie dagegen was unternommen haben. Hä? Wer ist er denn? Die haben also doch noch offen. Interessant, ja, reden wir direkt mal mit ihm. Ah, ich sehe, ich sitze hier nicht als Einziger fest. Setzen Sie sich, dann können wir das gemeinsam bejammern. Danke, aber ich habe zu tun. Ich hoffe, Sie können zumindest bis zum Abend bleiben. In London gibt es den Wachwechsel. Hier haben wir den Farbwechsel. Ich versichere Ihnen, das Warten lohnt sich. Ah, Engländerin? Fast, Amerikanerin. Oh, dann sind Sie aber von weit her. Ja, ist auch immer schöner, in netter Gesellschaft festzusitzen. Bin selbst aus Belgien und auf Klettertour um die Welt. Festsitzen? Wussten Sie das nicht? Der Teufelskragen ist gesperrt. Das ist der einzige Weg über den Pass. Ach, deswegen also der ganze Wirbel. Das liegt alles am Klimawandel. Sie meinen das Tauwetter? Das hat den Pass zu gefährlich gemacht. Und offenbar zu einer grausigen Entdeckung geführt. Ach. Leichen von Widerstandskämpfern. Sie wollten Flüchtlinge in die Schweiz führen. Komplett gefroren. Widerstandskämpfer? Sie meinen, die liegen da seit dem Zweiten Weltkrieg? Naja, so steht's in der Zeitung. Steht deshalb das Zelt da? Das ist eine Behelfskapelle, in der das Rettungsteam die Leichen aufgebahrt hat, bis sie ausgeflogen werden. Verstehe. Man sollte den Toten gegenüber Respekt wahren. Selbst nach so vielen Jahren. Ich hoffe nur, das plötzliche Interesse an Ausgrabungen macht den dummen Gerüchten ein Ende, dass eine seltsame Kreatur am Silberspiegel haust. Ansonsten können Sie sicher sein, dass sobald die alte Dame das Zeitliche segnet, hier alles von diesen unsäglichen Touristen überrannt wird.
Der Typ ist irgendwie ein bisschen gruselig. Aber ja klar, es gibt natürlich Sinn, dass dort Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg rüber marschieren wollten, sage ich mal. Weil die Schweiz war ja eines der einzigen Länder im Zweiten Weltkrieg, die nicht besetzt wurde von den Deutschen. Deswegen sind natürlich viele in die Schweiz rüber geflüchtet, auch über die Alpen und so. Also es war schon so ein Zufluchtsort, weil ich weiß auch gar nicht, wie es denn dort lief, ob das so eine Grauzone war denn dort oder ob sie dort untergekommen sind. Weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall, ergibt Sinn, denke ich. Der Teufelskragen, die Kreatur, die gefrorenen Leichen. Frag mal über die Kreatur. Ich hatte schon einige persönliche Erfahrungen mit fantastischer Fauna. Aber was halten Sie von dieser seltsamen Kreatur, die angeblich in den Bergen herumstreift? Nur so ein hiesiges Märchen, das Touristen anlocken soll, wenn Sie mich fragen. Man sagt, sie lebt in prähistorischen Höhlen. Und dass wegen ihr Leute verschwinden. Es heißt sogar, dass die geheimnisvollen Schreie, die man in manchen Nächten hört, Paarungsrufe der Kreatur seien. Mit anderen Worten, das übliche Gerede, das man normalerweise in entlegenen, unerforschten Gegenden wie dem Hochgebirge oder der Tiefsee hört. Unsinn, von Generation zu Generation weitergegeben. Aus reiner Dummheit. Ja, aber vielleicht ist da ja was dran. Wer weiß. Ausnahmsweise vielleicht ja mal. Vielleicht werden wir Bigfoot treffen irgendwie. Das bezweifle ich. Können Sie mir etwas über den Teufelskragen erzählen? Oh, der liegt von der Terrasse gesehen auf der anderen Seite des Kessels. Wie Sie sich vorstellen können, heißt er Teufelskragen, da er extrem gefährlich ist. Hauptsächlich wegen der Lawinengefahr. Nur erfahrene Bergsteiger können ihn bezwingen. Was ich als Profi-Alpinist daran liebe, ist das Wissen, dass ich auf den Spuren mutiger Bergsteiger vergangener Zeiten klettere. Er atmet also quasi Geschichte. Zum Beispiel haben Widerstandskämpfer ihn im Krieg benutzt, um Wagaraner und andere Opfer der braunen Schatten in die Schweiz zu schmuggeln. Ja, das wissen wir soweit. Kennen die gefrorenen Leichen? Wollen wir darüber reden? Oder wird er uns wieder das Gleiche erzählen? Ja, wir reden darüber noch. Was ist mit den gefrorenen Leichen, die am Fuß des Teufelskragens entdeckt wurden? Wegen des Klimawandels hat sich die Schneegrenze verschoben. So wurden die Leichen freigegeben, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Eis lagen. Wahrscheinlich Widerstandskämpfer und Vertriebene, die auf der Flucht vor den faschistischen Besatzern über den Pass in die Schweiz wollten. Sie wurden wohl von einer Lawine erwischt. Die Armen müssen seither dort liegen. Bis heute. Und deshalb haben die Behörden den Zugang zum Pass gesperrt, damit sie die Leichen bergen, identifizieren und ordentlich bestatten können. Gut. Danke für Ihre Hilfe. Naja, ich mache jetzt besser wieder weiter. War mir ein Vergnügen. Der Typ sieht ein bisschen aus wie die Saw-Puppe. Was mich aber verwundert hat, er meint ja, man nennt den Teufelszügel oder zumindest den Teufelsanhang. Ich habe vergessen, wie genau es heißt. Nur so, weil halt die Lawinen so gefährlich sind. Aber ich habe jetzt wirklich gedacht, man nennt es auch den Teufelsberg, weil halt sich dort zwei Spitzen wie Teufelshörner formen. Das wäre normalerweise mein Guess gewesen, aber okay, dann liege ich da wohl falsch. Dann ist es wohl anscheinend doch eher wegen der Gefahr, dort zu sterben. Da müsste man aber ein paar mehr Berge auch Teufelsberg nennen. Ich gehe mit meiner Theorie. Die gefällt mir mehr. Mal sehen, ob die Scharniere hier schon sehr rostig sind. Erinnert mich an Hans Automaten in Valladolid. Ich habe gedacht, wir können, in die Küche hineingehen, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Gut, haben so den kleinen Specht angeguckt. Ein mechanischer Ofen, der schon bessere Tage gesehen hat. Noch ein Gegenstand, der nach Vorarlberg aussieht. Ich finde, er sieht aber ganz schick aus an sich. Auch wenn er sehr viel Platz einnimmt. Aber ich weiß auf jeden Fall, bei meinem Vater in der Wohnung, da steht auch so ein,
Also der hat auch so einen grünen Kamin, deswegen erinnert mich das da gerade voll dran. Okay, wir können nach oben gehen und wir können uns das hier noch anschauen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge gehen wir da erst hoch. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich meine, wahrscheinlich nicht zu viel, aber was ich auf jeden Fall hoffe, weil das Leni ja meinte mit den Fotos, dass dort oben vielleicht an der Fotowand ein paar Fotos hängen. Das wäre ganz süß. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Aber gut, ich würde auf jeden Fall sagen, das tun wir dann in der nächsten Folge. Also habt noch einen wunderschönen rostigen Tag, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns das nächste Mal bei Siberia The World Before. Bis dann, bye bye.